Liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, es ist an diesem Platz schon eine lange Tradition, jedes Jahr am Antikriegstag nicht nur den Frieden zu beschwören und gegen die aktuellen Kriege die Stimme zu erheben, sondern vor allem die unvorstellbaren Verbrechen des deutschen Volkes und die Tode dieses bisher größten Krieges der Menschheitsgeschichte daran zu erinnern. Ich danke Ihnen und ich danke euch und fühle mich durch diese Einladung geehrt, dieses Jahr wieder hier sprechen zu dürfen. Ich bin 1938 geboren und habe selbst nur sehr schwache Erinnerungen an die Zeit des Krieges. Wir lebten ausgebombt und evakuiert bei Bauern in einem Dorf Sandstedt an der Weser. Der Krieg ging an diesem Dorf vorbei. Nur an eines erinnere ich mich genau. Auf dem Nachbarhof gab es einen russischen Arbeiter, zwischen uns ein Zaun. Er war freundlich. Wir glaubten, er würde sich von Baumrinde ernähren und behandelten ihn so, boten ihm Baumrinde durch den Zaun. So wurde das Bild vom russischen Untermenschen in die Gehirne der Kinder gepflanzt und ich schäme mich bis heute. Erst Jahrzehnte später, nicht in der Schule und auch nicht im Studium, erst lange nach den Jahren des organisierten Vergessens in dieser Republik, erfuhr ich, dass es mehr als 5,7 Millionen solcher russischer Arbeiter und Kriegsgefangener in Deutschland gab, von denen fast zwei Drittel, über 3,3 Millionen, nicht überlebte. 65.000 der durch Zwangsarbeit und Hunger umgekommen liegen hier. Schon vor Kriegsbeginn war der Massentod sowjetischer Kriegsgefangener im sogenannten Hungerplan einkalkuliert worden. Sie sollten in arbeitsfähige Gefangene unterschieden werden, die am Leben bleiben sollten, und nicht arbeitsfähige Gefangene, die ermordet wurden. Etwa 140.000 sowjetische Gefangene wurden als politisch untragbar zur Ermordung an die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und den Sicherheitsdienst SD übergeben. All diese sowjetischen Kriegsgefangenen waren nach der jüdischen Bevölkerung die zweitgrößte Opfergruppe der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Vor einigen Monaten nahm ich in Hamburg an einer Gedenkfeier für die in der Schule am Bullenhuser Damm noch im April 1945 ermordeten 20 jüdischen Kinder teil. Alljährlich wird in dem schon lange nicht mehr als Schule benutzten Gebäude am 20. April des grauenhaftes Morgens gedacht. Eine private Initiative. Hinterbliebene und Verwandte werden aus Israel, Polen, Italien und Frankreich eingeladen. In den letzten Jahren hat sich auch die Stadt Hamburg zur Unterstützung dieser Initiative entschieden und entsendet seither auch eine Vertretung zur Veranstaltung. Am gleichen Tag wurden aber auch 24 sowjetische Kriegsgefangene dort in der Schule ermordet. Wie sie hießen, weiß man bis heute nicht. Hinterbliebene und Verwandte sind nicht bekannt. Sie werden bei der Gedenkfeier für die Kinder zwar erwähnt, aber eine Feier für sie gibt es nicht. Diese Gesellschaft weiß, dass der heroische Krieg der Sowjetunion 27 Millionen Menschen gekostet hat und der Angriff der deutschen Armee am 22. Juni 1941 mit einer Lüge begann. Sie weigert sich aber, das Erbe der Erinnerung, wie es zumindest in der DDR bis zu ihrer Auflösung aktiv gepflegt wurde, hier zu übernehmen und weiterzuführen. Das Gedenken und die Erinnerung werden privaten Initiativen überlassen mit ihren schmalen Mitteln, wie in Stukenbrock und Gudendorf, nur zögerlich unterstützt durch die öffentliche Hand. Sucht man aber in Wikipedia nach Stukenbrock, so stößt man auf das Schloss Holte, auf den Safari-Park
und den FC Stubenrock. Kein einziger Hinweis auf die Gedenkstätte. Wohl jeder Redner an dieser Stelle hat an die Mahnung von Christa Wolf erinnert, ich zitiere, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen uns aber ab und stellen uns fremd. Das darf nicht sein. Deswegen sind wir hier, um das Gedenken lebendig zu halten, uns nicht vor der Geschichte zu drücken, wenn auch auf dem Obelisken hinter mir immer noch das Kreuz steht, wo einst die sowjetische Flagge wehte und wo sie hingehört. Wie auch auf der Einladung der Vernacht. Am 6. September ist Antikriegstag und den 21. September hat die UNO-Generalversammlung 1981 dem Frieden gewidmet. Offiziell heißt es in dem Entscheid, und auch das zitiere ich, dieser Tag soll offiziell benannt und gefeiert werden als Weltfriedenstag und soll genutzt werden, um die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken. Zitat Ende. Beide Tage, der Antikriegs- und der Friedenstag, gehören zusammen und werden verbunden durch die Erinnerung. Es fehlt aber ein Tag der Erinnerung, der deutlich macht, dass der Ruf "Nie wieder Krieg" nur aus der Erinnerung an die furchtbaren Folgen vergangener Kriege Sinn macht und die Idee des Friedens ohne Erinnerung hohl ist. Vor über 70 Jahren, 1952, mahnte Bertolt Brecht in seiner Rede für den Frieden, und auch das zitiere ich, das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibung, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckt ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns heute schon vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, mich Bertolt Brecht, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen die die Vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen ohne Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. So 1952. Als ich vor genau 20 Jahren hier in Stubenrock zum Antikriegstag am 6. September die Gedenkrede hielt, habe ich den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, zitiert. Er erinnerte sich in seinen Memoiren an den Besuch seiner Frau Raisa im Juni 1989 in Stubenrock. Und er schrieb, auch das zitiere ich, endlich geschah, was schon längst hätte geschehen müssen, 1989. Man verneigte sich vor den Gräbern unserer Landsleute, die in dem vom Faschismus aufgezwungenen Krieg ihr Leben lassen mussten. Und man richtete ein gutes Wort an die Bürger des neuen Deutschlands. Die deutsche Presse berichtete ausführlich darüber und würdigte diesen Akt als bedeutsames Ergebnis, als eine Geste der Versöhnung. Zitat Ende. Damals habe ich gesagt, auch das zitiere ich, auch heute, damals vor 20 Jahren,
verneigen wir uns vor den Gräbern der sowjetischen Kriegsgefangenen und Verschleppten, die hier zu Tode gequält wurden. Aber welches sind heute die guten Worte, die wir an die Bürgerinnen und Bürger richten können? Und wie wird die Presse dies als eine Geste der Versöhnung werten können? Zitat Ende. Der Krieg, mit dem US-Präsident Bush im März 2003, also vor genau 20 Jahren, den Irak überfallen hatte, war gerade damals beendet. Noch am 15. Februar hatte die größte internationale Friedensbewegung der Welt über 35 Millionen Menschen mit einer weltweiten Demonstration versucht, diesen Krieg zu verhindern. Vielleicht werden die Älteren auch das noch erinnern, obwohl es hier nie irgendwie dokumentiert wurde. Auch wenn der Versuch gescheitert ist, er hat gezeigt, wie stark der Friedenswille die Menschen mobilisieren kann und sich von den Lügen der Kriegstreiber nicht täuschen lässt. Er zeigt allerdings auch, wie schwach dieser Friedenswille gegenüber den ökonomischen Interessen der großen Konzerne und ihrer politischen Vertretungen in den Regierungen und Parlamenten ist, wie brutal das Kapital auch um den Preis des Krieges seine Interessen durchzusetzen vermag. Denn nichts anderes, als die nach wie vor begehrten Rohstoffe Gas und Öl hatten damals die US-amerikanische Regierung zu diesem Krieg gegen den Irak geführt. Seine unermesslichen Zerstörungen und menschlichen Opfer belasten auch noch heute das Leben im Irak. Und nun stehen wir wieder mitten in einem Krieg, den wir uns so nie haben vorstellen können und der allen unseren Friedensprinzipien widerspricht. Hatten wir es bisher mit den zahlreichen Kriegen und Überfällen zu tun, die die USA und die NATO zur Absicherung der Weltherrschaft, ob nun in Lateinamerika oder in Afrika, begingen, so ist es nun die russische Armee, die unter schwerem Bruch des Völkerrechts in einen Nachbarstaat eingefallen ist. Russland hat sich weite Landstriche, die Krim und die beiden Oblasten Lugansk und Donetsk, widerrechtlich angeeignet und führt einen gnadenlosen Krieg mit unübersehbaren Zerstörungen und menschlichen Opfern. Allen Voraussagen gehen davon aus, dass dieser Krieg auch in diesem Jahr nicht beendet wird und wohl auch noch weit ins neue Jahr reichen. Wo ist der Ruf nach Frieden? Stattdessen spricht die Politik in der NATO und auch in der deutschen Regierung nur von Sieg. Heute gibt es genügend Stimmen, die davon ausgehen, dass dieser Krieg bis zum letzten Tag vor dem Einmarsch hätte verhindert werden können. Warum ist das nicht geschehen? Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte, seine Wurzeln, über die aber in der Politik und in den Medien hier weitgehend geschwiegen wird. Man will darüber nicht öffentlich nachdenken. Doch gerade wir Deutschen dürfen nicht schweigen, da es um die Verantwortung des Westens und auch der deutschen Regierung geht. Schon lange vor Beginn des Krieges beherrschte ein Problem die Beziehungen zwischen der NATO und Russland, eines: die Bedrohung der Sicherheitsinteressen Russlands durch die Ausdehnung der NATO auf die beiden letzten Staaten, die nicht in der NATO sind, in Europa, auf Georgien und die Ukraine. Schon Gorbatschow und Jelzin hatten vor dieser Erweiterung gewarnt. Sie gefährde die Sicherheitsinteressen Russlands. Aber die NATO-Staaten haben diese Warnungen immer missachtet. Noch im Abkommen von Minsk 2015 bis zum Angebot Putins im Dezember 2021 ging es um nichts anderes als um die Sicherheitsinteressen Russlands und die Forderung, dass diese beiden Staaten, Georgien und Ukraine, nicht in die NATO aufzunehmen. Doch die Staaten der NATO lehnten ab
und nahmen sehenden Auges die Gefahr eines Krieges in Kauf. Ja, sie provozierten ihn geradezu. Keine Provokation mag aber den schweren Bruch des Völkerrechts, das Verbrechen des Angriffskrieges, der Aggression in den Worten des römischen Statuts des internationalen Strafrechtsgebots zu rechtfertigen. Und wie es auch in dem Aufruf dieser Feier heißt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Welche Verantwortung aber ergibt das für uns? Wir müssen die Kriegslogik, die diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine schon lange zu einem Krieg der NATO gegen Russlands ausgeweitet hat, durchbrechen. Der Krieg hat zu einer unberechenbaren Konfrontation von großen Mächten geführt, die nicht nur über Atomwaffen verfügen, sondern in einer unübersehbaren Situation verführt sein können, sie auch einzusetzen. Jeder wird mir zustimmen, dass dies zu einer Katastrophe führt, die unbedingt vermieden werden muss. Gewiss hat jeder Staat, der angegriffen ist, das Recht, sich zu verteidigen. Die UNO-Charta garantiert das Recht. Doch dieses Recht muss seine Grenzen haben, wenn die Opfer an Leben und Gesundheit der Menschen den Wert der Unantastbarkeit des Territoriums übersteigen. Die Entscheidung über Krieg und Frieden steht vor der Alternative Schutz des Lebens und der Städte, an dessen Ende, ob unter gegen das Problem, soll man die territoriale Unversehrtheit bis zum Sieg verteidigen. Und diese Entscheidung darf nicht zugunsten eines Krieges zur Rückeroberung gehen, an dessen Ende, ob unter ukrainischer oder russischer Herrschaft, ein zerstörtes Land mit zu vielen Toten und Verletzten übrig bleiben wird. Ein Angriff auf die Krim mit den neuen, weitreichenden Waffen wird Reaktionen der russischen Regierung provozieren, von denen wir später vielleicht sagen werden, dass wir sie uns so nicht vorgestellt haben, wir sie aber hätten verhindern müssen. Die Lehren aus den fürchterlichen Schlachten und Stellungskriegen zweier Weltkriege, die Deutschen verschuldet haben, sollten den Schutz des menschlichen Lebens an die oberste Stelle jeder Politik rücken. Die immer noch herrschende Kriegslogik muss durch eine Friedenslogik ersetzt werden, deren oberstes Gebot Verhandlungen zur Beendigung des Krieges ohne Waffen und nicht die Fortführung des Krieges mit Waffen bis zum Sieg ist. Siege haben nie dauerhaften Frieden geführt, sondern nur Verhandlungen. Ein Sieg in diesem Krieg wird in den Stäben der NATO ohnehin von keiner Seite erwartet. Man richtet sich nur auf einen langen Krieg ein. Nicht die Lieferung immer gefährlicherer Waffen, sondern Diplomatie, das ernsthafte Bemühen um Interessenausgleich und die Respektierung des Völkerrechts durch alle sind nach über einem Jahr Krieg jetzt, sehr jetzt und sofort gefordert. Von hier aus muss der Ruf an die Bundesregierung ausgehen, alles in ihren Möglichkeiten zu unternehmen, damit die Kampfhandlung zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich beendet werden und Friedensverhandlungen beginnen. Und noch eines ergibt sich aus unserer Verantwortung. Wie auch immer dieser Krieg endet, nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland werden bestehen bleiben und unsere Nachbarn sein. Ein dauerhafter Frieden wird es nur mit Russland und nicht gegen Russland geben. Mit allen Staaten, trotz ihrer schweren Kriegsverbrechen, die sie begangen haben,
Schließlich haben wir mit ihnen auch Frieden geschlossen. Ob mit den NATO-Staaten, die Jugoslawien unter Bruch des Völkerrechts überfallen haben, oder den USA, die die ersten Atombomben über Japan abgeworfen haben, 20 Jahre Krieg in Vietnam geführt haben und vor 20 Jahren den Irak überfallen haben. Wir alle können nur im Frieden überleben. Das wird von Russland die Anerkennung der Souveränität der Ukraine und die Pflicht zur Entschädigung und Wiedergutmachung fordern. Über die Zukunft der besetzten Gebiete muss verhandelt werden, genauso wie über die seit 50 Jahren von Israel besetzten Gebiete in Palästina verhandelt werden muss. Wird verlangt, dass wir alle Bemühungen einsetzen, den Krieg so bald wie möglich zu beenden und nicht aus falscher Solidarität zu verlängern. Wir müssen die ununterbrochenen Gespräche und Kontakte zu den Menschen und Institutionen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, wieder aufnehmen, um den Frieden schon jetzt für später vorzubereiten. Nur dann macht es Sinn, dass wir an diesen Gräbern trauern und uns vor den Toten verneigen. Von diesem Ort muss immer wieder der Ruf nach Frieden unter den Menschen und Völkern ausgehen. Dazu ist die Erinnerung an die Verbrechen und das Gedenken der Opfer ebenso notwendig wie der ständige Kampf gegen Propaganda, Manipulation, gegen Lügen, Militarismus und Gleichgültigkeit, gegen Machtinteressen und Opportunismus, Diffamierung und Arroganz, kurz die täglichen schwierigen Aufgaben der Friedensbewegung. Ich danke Ihnen.